Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Phoenix Point Terror from the Void. Ich bin Sevenake, schön, dass ihr da seid. Wir sind beim letzten Mal aus der Mission rausgesprungen in bedrängter Lage. Wir versuchen zu evakuieren und sind auf dem Weg dahin, haben hier das nächste Ziel, das wir erreichen wollen, den nächsten Schutzraum. Und von dort an soll es dann hierhin weitergehen und raus. Aber wir sind von Feinden umstellt. Hier kleine Mistfliege und so weiter und so fort. Es bleibt also spannend. Und jetzt gehen wir hier direkt ins Gefecht, schauen, dass wir das hier loswerden. Und wir fangen damit an, dass wir diesen kleinen hier auf kurze Distanz mit der Schrotflinte einfach mal zerlegen. Genau. So, zwei Willenskraft nach oben. Das freut uns. Jetzt ist die Frage, was kommt da um die Ecke? Da gucken wir später. Wir haben auf jeden Fall den Heavy, der hier hinkommt. Okay, es ist ein Problem. Das ist ein Feind Triton ihrer 300. Ja, das ist ein Problem. Insbesondere weiterentwickelt der Sensorkopf. Super. Blutsaugerarm. Ja, weiterentwickelt der Sensorkopf. Wach weg. Das ist nochmal ein richtiges Problem. Hauptsächlich, da der als ready to fire. Freies Zielen, der weiterentwickelte Sensorkopf ist hin, verdoppelt die Wahrnehmung der Kreatur, Blutsaugerarm. Was haben wir noch? Weiterentwickelter Regenerationsarm. Ja, genau. Nice. Machen wir weg. Und dann haben wir hier noch den hier. Echt? Echt zweimal. So. Der sollte jetzt auf 9. Okay, das sollte reichen. Hier einmal Hunker Down. Und dann okay, das ist ein Mindfragger. Das ist ein Problem. Das ist wieder ein richtiges Problem. Aber bei ihm müssen wir jetzt erst eine Runde Willenskraft wiederherstellen, damit wir mit dem Jetpack... Reicht Jetpack, um darüber zu fliegen? Nein. Wir brauchen also zwei Züge. Okay. Ja. Runterspringen geht nicht, da macht uns der Kleine fertig. Wir gehen hier nach drüben. Um im Zweifel von hier helfen zu können, falls der hier was echt Dummes macht. Der hat noch 20 HP und Spawn um. Tatsächlich habe ich hier die Idee, dass wir hier schon in Deckung sind, bis der Umbra spawnt. Das. Du gehst nach vorne. Ja, das Problem mit du gehst nach vorne ist, wir überwachen das hier. In der Hoffnung, dass wir den Mindfragger erwischen. Der stirbt weg. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gamey, aber der kommt halt eine Runde später dann. Und das war das Ziel. Das war das Ziel. Das war den... So. Und jetzt... ist die Operation, wir müssen hier nach... Also wir müssen hier nach vorne
um dann nächste Runde dahin zu kommen. Das heißt, wir gehen hier mit der Scharfschützin. Die geht natürlich. Die geht hier hin. Damit sie den Bereich, wo die hier spawnt, die Kreatur überwachen kann. Dann. Du gehst auch da rein, bitte. Du bist schon ziemlich angeschlagen, aber kannst hier den Bereich auch überwachen. Du gehst hier. Du bist der nächste Heavy. Making haste. Auch du gehst hier in Position und überwachst das hier. I got this covered. Du, der sollte auf jeden Fall Fritte sein. Keine Munition mehr. Ja, nachladen. Du gehst hier nach vorne. Übertrage. Oh, I'm almost done here. Everyone else is gone. More crapmen are approaching from all sides. Hurry up. Okay, das ist dann sowas wie jetzt kommt von allen Seiten. Es gibt tatsächlich noch einen Spawn dazu. Super. Du überwachst hier. Großartig. Dann kommst du auch hier runter. Feind gesichtet. Wo hast du einen Feind gesichtet? Ach, du hast den Triton-Killer gefunden. Ja. Dann bitte auf den Killer. Succeeded. So. Das ist ein Problem. Aber wenn der blutet, dann ja. Jetzt eine Runde. Wir müssen laufen, laufen, laufen. Hoffen wir, dass wir es mit der Überwachung schaffen. Und dann raus hier. Da kommt der Umbra. Da kommt ein Arthron. Ja, super. Und da kommt auch nochmal ein Arthron. Ja. Da kommt der Myrmidon. Den haben wir hoffentlich einmal noch eingetütet. No! Den haben wir. Ja, der hat vorbeigeäumelt. Der Arthron. Der weiß noch nicht, was er will. Was macht der Umbra? Den haben wir anvisiert. Da kommt noch mehr Ärger. Ja, Papa. So, okay. Der Umbra ist weg. Okay. Da war ein Arthron. Das heißt, wir evakuieren jetzt. Scharfschütze darüber. Raus hier. Heavy. Darüber. Sprinting to position. Da ist auch nochmal ein Arthron. An dem müssten wir vorbei. Aber wir könnten es von hier aus schaffen. So, hier. Du bist der mit dem angeschlagenen Bein. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Du stirbst mir vielleicht noch. Das ist ein Problem. Das finde ich schade. Auf der anderen Seite, du hattest doch den Free Move. Du kannst den hier erstmal weg. Okay, damit, du hast auch einen Free Move, das ist gut. Sehr gut. Und du kannst entweder überwachen oder du kommst in Evac-Reichweite. Das hier ist ein Arthron. Okay, dann gehst du in Evac-Reichweite. Raus ist raus. Was ist noch? Da ist noch. Da ist ein Arthron und das ist ein Arthron-Kanonier. Okay, der kann feuern. Das ist schlecht. Hierhin. Sicherheit. Da oben kommt noch ein Myrmidon geflogen. Das wissen wir.
Das heißt, auch du bitte hier vor. Und du... Ah, wenn du es schaffen würdest, hey, das wäre... Aber im Zweifel, dich bin ich bereit noch zu opfern. Dann hätten wir 4 von 5 raus. Das wäre eine Leistung. Beim letzten Mal haben wir ja hier einen. Wir sehen's. Da steckt der Arm noch in ihm drin. Ja. Da kommt noch mehr Ärger. Okay, wir sollten jetzt wirklich raus. No! No! Okay, der nebelt ein, das ist okay. Schießt vorbei, das ist noch besser. Da ist noch Ärger. Du hast einen Mindfragger, fuck you! Da ist noch mehr Oh no! Das ist... Würger sind die mit der Lähmungskanone. Ja, Papa. Atron-Kanonier überwacht. Okay. Dann habe ich das Gefühl, sie wird es wohl nicht schaffen. Dann ist das gebrochene Bein vielleicht doch ein Bein zu viel. Also. Nee, sie kommt nicht raus. Die wird vom Mindfragger erwischt. Aber alle anderen kommen raus. Dann sind wir ehrlich. Wir evakuieren. Das hier ist der Gefährliche, der noch hier überwacht. Darum rennen wir mit dem, der gesund ist. Hier rüber. Ja, da ist noch mehr. Genau. Wir fliegen raus. Ja. Du gehst auch raus. Die sind alle viel zu gut. Und du, ja, einer muss fürs Team. Einer muss fürs Team. Da gehen wir. Nein. Wir erinnern uns. Aber raus hier. Raus. Und ja, am Ende werden es die Mindfragger sein, aber ja, traurig, aber war, oder der Myrmidon, weil das ist halt das gebrochene Bein, das ist der kaputte Knöchel, aber so ist es halt. Sophia Brown, wir kannten sie nur kurz. Das war's wohl. Das ist, ja. Da geht die Deckung dahin. Oh Mann. Wenn du in 5 Minuten nicht da bist, dann warten wir nochmal 5 Minuten. Nee, das. Nein, das war's. Okay, jetzt sind wir im Ding-Modus. One more hit. Wäre natürlich krass, wenn uns die Mindfragger da nicht angreifen könnten. Echt nicht? Echt nicht. Sie lebt. Lauf.
Es ist mir egal wie. Du hast es geschafft, meine Sophia. Raus hier. Ach du Jemine, Sophia. Dafür. Ja, jeder an Bord. Ja, wir können hier nicht länger bleiben. Okay. Einfach nur noch raus hier. Sophia. Rasmus Lopez hat's nicht geschafft, aber der Rest des Teams hat es geschafft. Sophia Brown. Yo. Das war beeindruckend. Mir fehlen die Worte. Da starten wir in den Horizont. Okay. Noch sind wir hier nicht raus. Pandoranische Waffen haben plus 10% Genauigkeit. Nebel. Was zur Hölle ist das? Es ist gigantisch. Es ist groß. Yeah, wir haben unsere Waffen. Wir haben unsere Aurora bereit. Und wir versuchen diesem Charon zu entkommen. Und yeah. Auf geht's in die Luftschlacht. So, wir sehen's. Langsam nach vorne. Jetzt sind wir in Reichweite. Die feuern auf uns. No. Tu doch was. So toll. Okay, Flugkraft. Okay, wenn die Hullpoints unter Null sind, ist der Aurora ihm hinüber. Das können wir uns vorstellen. Make sure to disengage before this happens. Jo, machen wir. Wow. Oh no. Waffensysteme einsatzbereit. Nomad Launcher. Auf geht's. Feuer frei. Wir zielen auf die Laserwaffen. Da, Rakete unterwegs. No. Eieiei. Aber er hätte die fetten Smog-Fuel. Okay, wir haben einen Nachbrenner. Make us dodge any visually guided projectile, including acid spit. Okay. With incoming. Yeah. Dann. Ausgewichen, sehr gut. No! Das Geschütz feuert. So, Damage done. Disabled Modules. Damage directly to Hull. Okay, noch sind wir am Leben. Finish it. Blow this fragging monster out of the sky. Ja. Was haben wir hier? Das wissen wir nicht. Stacheln. Dann. Feuer. Aus allen Rohren, bitte. So. Können wir den ausweichen mit dem Nachbrenner? Ja. Und gut gemacht. Wir sind schon relativ nah dran. Oh, ist das Ding riesig. Splash One. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Tschüss. Plank. Crash hat's gemacht. Boom hat's gemacht. Our team has successfully reached the Aurora and managed to escape the raided haven below. The machine is fully operational and heavily armed. Eileen is aboard. She's shaken now that the adrenaline rush from the escape and the encounter with the flying monster has run its course. Eileen has lost everything and everyone that was dear to her. Perhaps she will find a new home with us. Das hoffe ich doch. So. The attack on Shelley came from the Hammerfall crater,
We speculate that this particular haven was targeted because it harbored the egg recovered by Citizen Eileen. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ihr habt es ein mitgenommen. Kein Wunder, hauen die euch. Okay. Neu-Jericho hat einen Raketenangriff auf den Krater geplant. Ausgeführt. Und das so ziemlich alles ausgelöscht, was dort war. Den genauen Verlauf der Ereignisse, der ist unklar. Aber Neu-Jericho sagt, wir haben uns nur verteidigt. Und Anu sagt, das ist einfach nur der nächste Schritt in der Evolution. Na toll. Auf jeden Fall, Bürgerin Eileen ist dabei. Wir haben ja auch jemanden verloren. Synadrion mag uns wieder ein bisschen mehr. So viel zum Thema, wir überfallen die. Das hatten wir ja beim letzten Mal besprochen. Und damit, was ist das hier? Homecoming. It didn't come from an egg. It was created by the Pandora virus. We are likely seeing the result of a supercharged genetic amalgamation of the flora and fauna inhabiting the Hammerfall impact zone. Instead of being vaporized, it turned into something else. Joa. Wir sind erstmal auf dem Weg nach Hause und wir haben keine Tech-Teile mehr, um für unser Pythagoras nachzubauen. Schlecht. Aber da ist die Aurora. Antonero Mendez und Bürgerin Eileen. Wer ist Antonero Mendez? Ach, das ist unser Mendez. Okay. Okay. Und, aha, guck mal da. Im Augenblick unterwegs mit 60 Stundenkilometern. Ein unfreundlicher Typ. Das wissen wir jetzt schon. So, Forschung. Tiamat-Entwicklung. Was ist neu? Da ist ja neu was dazugekommen. Rückentwicklung. Luftkampfprogramm von Phoenix. Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, was zu tun. Wir müssen unsere Flieger bewaffnen. Also, nach vorne. Hier ist die Aurora. Ja, genau, Luftstreitkräfte. Aurora muss auf jeden Fall geflickt werden. Hat aber immerhin die Nomad-Raketenwerfer und das Orochi-Geschütz. Jo, Raketenwerfer. Wo ist das Geschütz? Können wir nicht sehen. Naja, egal. Und ein Nachbrenner. Auf jeden Fall. Okay, Waffen dafür können wir noch nicht produzieren. Wir sind auch aus mit Ressourcen. Wir sehen, die Situation ist kritisch. Alles furchtbar. Und hier ist was auch immer. Es braucht noch einen Namen. Larry haben wir schon vergeben. Wir wissen es nicht. Es ist groß, es ist orange. Und ja. Aber wir haben Bürgerin Eileen. Können wir noch angucken. Die immerhin ist das Manticore 2 leer? Oh, die Leute wurden zurück nach Phoenix Point versetzt. Okay. Aber die Lady hat eine schicke Rüstung. Zeig mal her. Hast du das komplette Synadrion-Paket? 20 Erfahrungspunkte. Okay. Schickes Design. Gefällt mir. Okay. Dann. Manticore 1 ist hier. Manticore 2 ist ja. Und der Rest ist hier bei Phoenix Point. Wo ist das Personal? Es ist Phoenix Point. Okay, es kann also auf Manticore 2 gehen. Das ist gut. Dann werden wir euch noch zurück nach Phoenix Retreat. Und wir treffen uns um Mitternacht bei Phoenix Retreat. Auch Aurora, bitte Phoenix Retreat. Und dieses Ding hier macht uns Angst. Auf geht's. Manticore 1 ist da. Das ist gut. Dann können wir von Manticore 1 immerhin noch Schröder abziehen und Virtanen. Und Schröder war unser Sturmpriester. Richtig? Schröder ist ein Priester, ja. Die
muss aber jetzt erstmal hier regenerieren. Und wir haben nur Scharfschützen hier, das ist schlecht. Wir brauchen echt was anderes als Scharfschützen. Und ihr, euch haben wir noch in... Uah, da müssen wir vielleicht auch mal was dagegen tun. Aber in diesem Sinne, auch hier, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir hatten Spaß, wir hatten Action und ja, die hören nicht auf, uns zu piesacken. Was anderes fällt mir nicht ein. Wir erforschen das Luftkampfprogramm. Wir gucken, was auf uns zukommt. Beim letzten Mal haben wir schon da hinten den Sensor gebaut. Wir müssen neu verteilen. Wir haben jetzt 3. Aber es bleibt spannend. In diesem Sinne, wie immer am Ende, ein fröhliches Tschüss. Bis dann.